begrüße euch, ihr wisst, zu einer gewissen Sendung und die Marathon-Sendung, die wir gezogen haben am 31.05.2018, die wird natürlich noch konvertiert, zusammengesetzt und auf den Weg gebracht. Wir sind Normale. Wir sind Normale. So war das nach sehr langer Zeit. Wir schreiben immer noch den 1977. So. 1977 hatte man sowas in der Hand, wenn man Glück hatte. Nicht alle hatten das schon, aber ja, so. Das ist die Kassette, die Originalkassette von Krieg der Sterne, noch mit Siegel, allen drum und dran. Ja, so wie die früher auf den Markt gebracht wurde. THX, Century Fox, allen drum und dran. Meine liebe Nerd-Kultur, ihr, wie was sehe ich da, 144.557 Abonnenten, Nerd-Kultur. Ihr habt also 145.000 Abonnierte. So, ich habe mich mal als alter Mann, der 30 Jahre dafür gearbeitet hat, mal hingesetzt und euch zugehört. Ja, ihr seid leider 30, 40 Jahre jünger wie ich. Kann sein, dass es vielleicht daran liegt und dass ich fast 18 Jahre alt war, wie ich hier in diesem Film drin war. Ja? Krieg der Sterne. So sah die aus. So sahen die Bilder aus. Und so war das mal vor sehr langer Zeit. So, wenn ich ehrlich sein darf, natürlich, ich habe die auch so zurückgespielt, so sollte man die auch lagern und dann wieder zurückspulen. Ob die noch gut sind, weiß ich nicht, weil die werden nicht so gelagert, wie man an sich Filme lagern sollte. So, der Rest ist alles bekannt. Am 25.05. also 1977 ging es los und wie gesagt, die Welt der Arbeit sieht anders aus. Meine Zuschauer, beziehungsweise die, die mich besuchen, wissen genau, wenn wir Filme drehen, wie es dann dort aussieht. Wie es aussieht und wie der Film nachher ist, da sind alle dann ein bisschen verblüfft, dass ein Film dann plötzlich so ausschaut. Wir wissen hierüber alles. Auch die Nerdkultur, die weiß ja dann noch mehr. An die Nerdkultur, 145.000 gegenüber hier 330 Abonnenten eines AWH Solo Captain Rex Typ, der also 30 Jahre dafür gearbeitet hat. 11 Jahre jetzt so spaßeshalber das so ein bisschen mitmacht, auch Händler ist und so weiter. Also richtig davon leben konnte. Lang, lang ist her. 41 lange Jahre. So, am 25.05.2018 kam dann Solo in die Kinos. Und was diese Nerdkultur dann da abgelassen hat, ist ja der Hammer. Ein Film, den niemand wollte, eine problematische Produktion und der schlechteste Kinostart eines Star Wars Films bisher. Solo macht vieles falsch und vieles trotzdem nicht gut, nur nicht gut genug. Mein lieber Nerd, meine liebe Nerdkultur, ich glaube Marco Rich, keine Ahnung, ist nichts Böses, aber es ist einfach mal die Frage. Ich habe noch nie solche kennengelernt, wie ihr seid vom Planet Nerd. Der Planet Nerd mit den Wahnsinns-Spoilern, der muss ja von irgendwo herkommen, aber von wem wird er gesteuert? Ja. Ich hatte nämlich einen so einen Beitrag gesehen von euch, da habt ihr angeblich Abonnenten von 2,2 Millionen Abonnenten. So. Aber nur 68.000 haben es gesehen und nur 412 haben dazu was gesagt. Wenn ich also 2,2 Millionen Abonnenten habe und nur 60.000 gucken zu oder 60.000 klicken und nur 400 sagen was dazu, was ist denn das dann für eine Nerdkultur? Ja, ich will jetzt mal genauso nerden wie ihr über die Filme nerdet. Ja, das ist ein Film, der ist gemacht, der ist gelaufen, den haben wir uns angesehen. Den Film haben wir uns angesehen. Und über den Film haben wir gesprochen. Wo kommen jetzt die ganzen anderen Sachen her? Das ist natürlich mal so eine Sache. Also
Es kann ja nicht sein, dass ihr tagtäglich mit George Lucas oder mit der Dramaturgie von Lucas euch unterhaltet und von denen die Informationen bekommt. Wie hoch ist bei euch die Dichtkunst, also das Dichten von zusätzlichem Material? Gut, 91 ist richtig, der rote Faden von Herrn Lucas selbst gezogen für die europäische oder für das erweiterte Universum. So, das erweiterte Universum beinhaltet aber Fantasien, hat nichts mit dem Film zu tun. In diesem Film sind Materialien eines Han Solo, der sagt 12 Parsec, Punkt. Der in einer Kantina sitzt, Punkt. Der mit der Schrottmühle fliegt, Doppelpunkt. Der einen Chewie hat, Doppelpunkt und so weiter und so fort. Hier wird also nichts erklärt. Es wurde uns auch nicht gesagt, dass wir da was kaufen sollen, um die Erklärung zu wissen, was ein Nerd weiß. Also ich bin da heute mal so unterwegs. Ich meine, in unseren Augen so ein Schlauberger da, der uns irgendwas erzählt. Ich soll das auch noch alles glauben, weil er mir da erzählt. Kommt da plötzlich mit Leuten um die Ecke, die gar nicht in diesem Film zu sehen waren. Ja. In diesem Film war das alles gar nicht zu sehen und die erzählen mir da einen. So, einer ist Filmemacher, macht das beruflich und so und denkt sich dabei immer, ey, wie kommen wir eigentlich auf dieses schmale Brett? Ja. Ich komme jetzt da drauf durch die Kunden, die mich das gefragt haben und die Antwort nicht geben kann, weil ich weiß das auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo diese brillentragenden, großen, verdammt jungen Leuten, auf das schmale Brett kommen, dass Han Solo der schlechteste Star Wars Film ist. Und das glaube ich nicht. Egal, wen ich hier in meinem Studio hatte und alle sind begeistert. Jeder, der hier reinkam, ist von Han Solo begeistert. Also ist schon eine lustige Geschichte. Deswegen frage ich mich manchmal, wo kommt diese sogenannte Nerdkultur her? Ich habe das Ding, wie gesagt, damals im Original gekauft und ich habe auch die THX-Anlagen mir gekauft, weil ich denselben Sound haben wollte. Dann habe ich mir auch die Silber ist jetzt hier nicht, deswegen, ich habe doch die goldene. Ja, es bleibt aber. Es bleibt Krieg der Sterne. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen und nur Arsch fragen. Auch die Bauch bei der silbernen. Ist Krieg der Sterne, Krieg der Sterne. So. Ach, herrlich. Also ich frage mich manchmal, wenn ich 150.000 oder 2,2 Millionen Abonnenten habe und nur 400, 700, 300 sprechen darüber, die Realität, das klappt irgendwie nicht. Nee, das ist, rechnet doch mal bitte aus. Es sind doch verdammt wenige, die da zuhören. Also, sind die Sachen jetzt gekauft? Man kann sich das ja kaufen. Ich kriege ja jeden Tag so ein Angebot. Kann ich mir Abo-Tüten kaufen? Dann habe ich da 1 Million Abos gekauft. Aber nur 3 gucken zu und 14 sprechen drüber. Also irgendwie klappt das dann nicht. Ja, vor 4 Wochen war hier so ein Auflauf. Dann haben dann 28.000 geguckt. Und nur 279 haben Kommentare. Also wenn schon 30.000 gucken und nur 279 Kommentare abgeben bei 145.000 Abonnenten und auch nur, weil ich jetzt so lieb bin, auch ein Like euch zukommen lasse, 2576 Like habe, also ist halt alles von der ganzen Relation, tut halt eigentlich. Okay, ja, also das kann nur eine Firma sein. Also seid mir nicht böse. Wenn Firmen vorgaukeln, sie wären Fans und so weiter, finde ich das irgendwie den Fans gegenüber nicht richtig. Nö. Weil echte Fans, die hier vorbeikommen, echte, genauso wie ich jetzt hier, die haben gar nicht die Chance, sowas zu machen, was die angeblichen Nerds machen. Also es wäre natürlich nett, wenn solche Firmen, so wie ich, sagen, hallo, ich bin eine Firma, ich mache das firmentechnisch, aber hier darf jeder sprechen, der wird nicht manipuliert oder sonst was. Also tut mir leid, also, bei mir würde jetzt kein Amerikaner vorbeikommen, obwohl ich eine Firma bin. Ich habe hier alles
Also ist schon eine unfaire Geschichte, was hier abläuft. Und deswegen habe ich die jetzt einfach mal so in den Raum gehauen. Wieso rennt ihr hinter falschen Göttern her, die euch falsche Informationen geben, die irgendwas interpretieren, irgendwas auf den Weg bringen, über irgendwas nerden, vom Planeten der Spoiler kommen, vom Planet der Nerdies kommen, die da sitzen und rumblubbern und dann die Blubberblasen aneinander blasen und daraus eine Riesenblase machen und dann behaupten, das ist so. Hammer. Aber ich will mich nicht aufregen oder so, ich frage mich nur. Also, ich habe jetzt wegen den Kunden, ja, was soll ich den Kunden jetzt sagen? Ich werde den Kunden sagen, das sind Firmen, irgendwelche Journalien, irgendwelche Großfirmen, die sich zusammengetan haben und den GameStar, Movie Pilot, ach wie die alle da heißen, das ist eine Wahnsinnsfirma, haben wir ja lokalisiert, auch veröffentlicht. Das ist also eine große Firma, so wie wir eine Firma sind, nur wir nörden nicht. Wir bringen auch keine Fehlinformationen in den Raum, wir spoilern auch nicht, wir reden. Wenn wir angesprochen werden, reden wir. Und wenn einer eine Information haben möchte, dann wird gefragt, welche Informationen er bekommt. Er die auch. Wir würden nie sagen, spoiler mich nicht wohl. Ich gebe jetzt keinen Spoiler, wenn das alles Quatsch ist. Also hier werden Sachen erfunden. Ich habe mal dieses Internet analysiert, mir die Zeit genommen. Da wird berichtet, dass da 500 Leute sich aufregen. In einem Raum, wo 80 Millionen sind, regen sich 500 auf. Und keiner rechnet, wie viel Promille das ist. Aber egal. Und dann lese ich, dass 25.000 sich aufregen gegenüber den 500, die sich vorher aufgeregt haben. Und da freut sich jeder, dass 25.000 sich aufgeregt haben gegenüber den 500. Du, den Rechen-Mathema-Typen da, die können jetzt rechnen, da uns irgendwelche Zahlen um die Ohren hauen. Fakt ist, 80 Millionen. 80 Millionen sind im Raum und wir sehen uns an, wie 525.000 da irgendwas machen. Ja. Ja, die sogenannte Weltrevolution und so weiter und so fort. So, wie viele Millionen Star Wars Fans gibt es vielleicht auf dem Planeten, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht nachgerechnet, also so viel kann es nicht sein, weil die 501 ist auch nicht so groß. Das ist alles nicht so riesig, das ist eine Wahnsinns Wasserblase und wenn man dagegen tritt, dann macht's Platsch. Ja. Ich finde es toll. Ich finde es richtig toll. Ja, die Nerd-Kultur. Wirklich ist eine Firma, die dahinter steckt und da einen ja, nach vorne bringt. Ich finde es toll. Und von denen Schweinegeld für nichts. Denkt sich da irgendwas aus? Ja, man hat sich bei dem Design sich wirklich was ausgedacht. Damit das Quadrat auch die Sachen auch richtig ein. Also wird mir also richtig alles erklärt, wieso, weshalb, warum. Der Designer hat auch das Lichtschwert, ne, ist ja auch überall zu sehen, wie und so. Bin ich doch zu alt geworden für Star Wars, ich weiß es nicht, Nerdkultur. Da bin ich nochmal. Und zwar habe ich mir das Ding jetzt hier nochmal so vor mir genommen. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. So, ne? Star Wars. So, wir schreiben immer noch das Jahr 77. Und Drehbuch und Regie alleine für diesen Film hatte damals George Lucas. Für alles. Punkt. So, Oscars 1977. Beste Gestaltung, beste Dekoration, beste Kostüme, bester Sound. Bester Filmschnitt, beste optische Effekte, beste Musik, Soundpreis für innovative Soundeffekte, Nominierung, bester Film, beste Nebendarsteller, bester Regisseur und bestes Drehbuch. So, das Imperium schlägt zurück. Da hat George sich schon ein bisschen zurückgezogen. Weil das Drehbuch Light Brackett und Lawrence Kasdan, der auch weiterhin... So, die haben schon mal, also George hat sich da schon mal ein bisschen zurückgezogen. So, die Story, George Lucas ist klar, er, ne, aber die Regie war Irvin Keschner. So, Irvin Keschner hat diesen Film als Regiearbeit übernommen. So, die Oscars waren für 1980 angesagt, ein Sonderpreis für visuelle Effekte. Bester Sound, Nominierung, beste Gestaltung, beste Bauten, beste Musik. Ja, dann kam die Rückkehr. Drehbuch war diesmal Lawrence Kasdan.
Kasdan. Story George Lucas, die Story weiterhin erfasst, aber die Regie war Richard Marquardt. Zum Beispiel Oscar 83, Sonderpreis für visuelle Effekte, Nominierung bester Sound, bester Ton, Effektschnitt und beste Musik. Die berühmtesten Science-Fiction-Trilogie aller Zeiten. Wir wissen heute, man nennt es heute nach 41 Jahren Galaxy Fantasy, hat nichts mit Science-Fiction zu tun. So, so kann man das stundenlang weitermachen. Man kann also die Skripte nehmen und lesen. Regie hatte er, Skripte hatte er, Dramaturgie hatte er, Bildschnitt hatte er. So, jetzt sind wir im Jahr 2018, am 25.05.2018. Und wie gesagt, hallo, wen haben wir denn da? Was? Okay. Wie gesagt, das neue Studio erstellt mit den beiden Jutti und Marco. Am 31.05. haben wir das erstellt und ja, auf den Weg gebracht. Haben die erste Sendung mit, also die Vorbereitung für die Sendung, haben wir ja auch schon on air. Also ich freue mich schon. Ich freue mich schon, wenn ich mir also ansehe, wenn man alles so hat. 1977 angefangen, VHS-Kassette und geguckt und geguckt und geguckt. Ich meine, wir gucken den Film ja heute noch. Aber wie wir jetzt Rogue One gesehen haben, ich spreche jetzt von mir, meiner einer. Rogue One gesehen, auf einmal war 4 viel klarer. Man hatte noch mehr Lust, 4 zu sehen. Ich gebe ja zu, dass ich damals als Jugendlicher keine Lust hatte, mir so einen Laufzettel da. Für mich war nur, wie gesagt, der Vorspann wichtig. Richtig, da waren ja auch keine Cineplex-Kinos, das waren ja alles Theater mit Vorhang auf, Vorhang zu und mit einer, die Eis einem verkauft hat. So, die Atmosphäre. Also wie die beiden da waren, ja, Yoshi und Marco, sprachen beide wirklich nur von der Atmosphäre. Die Atmosphäre Kino. Heute gibt es gar keine Atmosphäre mehr, heute gibt es nur noch Egoist oder Ist, ich. Selfie, iPhone, vor allen Dingen iPhone. Die junge Dame, die gerade reinkam, war gerade im Gespräch, nein, sage ich, ich wünsche mir kein iPhone, ich wünsche mir ein Smartphone, das allerneueste. Ja, der Geburtstag steht vor der Tür, ist richtig, ihr habt ja gesehen, mein Handy hat man mir einfach geklaut. Der Kollege, der gerade da war, der den R2D2 abgeholt hat hier, also er saß ja hier, hat den R2D2 abgeholt und ich habe ja jetzt den Falken. So, ich muss den Falken bauen, ich hatte gestern noch mit Marco gesprochen, Marco sagt, er macht mit. Also wir werden eine kleine Falkensendung machen und den Falken bauen. Ob ihr Lust habt, uns zuzuschauen, werden wir sehen. So, wir werden Teufel tun, meiner einer auch, irgendwelche Abonnenten kaufen, irgendwelche Klicks kaufen, sowas machen wir nicht. Wir möchten gern, dass der Kunde, wir möchten gern, dass die Zuschauer, wie gesagt, das Ganze und so weiter und so fort. Das Problem ist halt, die Nerdkultur, die hat sich durchgesetzt. Die dürfen da alles erfinden von Spoilern, was weiß ich nicht alles. Sind alles sehr jung, also 30 Jahre jünger wie meiner einer. Und die wollen uns halt Star Wars erklären, die wollen uns die Umstände erklären. Also wir wollen uns alles erklären. Das ist schon hart. Ja, okay, ich habe jetzt keine Zeit, einen Star kommen zu lassen. Ehrenreich mal eben kurz anrufen, das Management, komm, schick mir den. Ich möchte so gern. Ja? So, Star Wars Union soll ja kommen, deswegen habe ich diesen Clip ja nochmal angemacht. Star Wars Union, die Union von Krieg der Sterne. Ja, ob das so stimmt, weiß man ja auch nicht, aber J.J. Abrams dreht. Seit heute, seit dem 1.6.2018 dreht J.J. Abrams an Star Wars 9. Die heute in einem Jahr, oder ist ja ein bisschen länger, ne? Also in 18 Monaten dann erscheinen soll. 18 Monate. Also ich habe ja gerade noch einmal, ich habe mir das Smartphone 9 gegönnt. iPhone kriegt das Kind. Kind will unbedingt das iPhone haben, soll es auch kriegen. Die wird also in 14 Tagen vom Tisch fallen, wenn sie das kriegt, oder so, noch egal.
So sind wir glücklich. Ja. iPhone. iPhone 8 Plus. Ah, also 1049, aber das ist ja momentan. So, ich will S9. Punkt. Ist ja auch schon den Preis gefallen, ist mir auch egal. Und ja, ich werde mir vielleicht so ein iPhone Pad holen, weil jetzt habe ich nämlich so ein Samsung Pad. Ich hätte ja so eine gesamte Samsung 4er Reihe. Ja, Galaxy Tab 4, Galaxy S4, dann Galaxy S4 Note. Ja, bin ehrlich, ich telefoniere nur mit einem, aber egal, muss man alles haben. Muss man das. So, deswegen bin ich jetzt, wie gesagt, auf den Arbeitstitel hier. Informationsschnipsel, also Star Wars Union. Na, warum nicht? Also Star Wars Union und wird von Carbonado Industries, UK Ltd. Darüber, die haben darüber gesprochen, also sind also Schnipsel. Ist nicht offiziell von Jar Jar, ist nicht also von Jar Jar Abrams. Mal gucken, ja. Also zurück im Dezember heißt die ganze Geschichte von J.J. Abrams. Ihr wollt ja unbedingt Boba Fett haben. Boba Fett, naja, irgendwie machen die aus welchem Grund immer. Also im Dezember haben wir euch die Nachricht gebracht, dass Explosion 9 unter dem Arbeitstitel Black Diamond, Schnellverlauf seines Monofettes, bereits ist im nächsten Mal zu drehen, haben wir einen Arbeitstitelwechsel. Also von Black Diamond geht man auf Union. Warum auch immer. Ja, so also legendär. Ja, okay. Sollen wir machen. Das sind die Schnipsel. Die hau ich euch jetzt auch so einfach mal so in die Ohren. Also J.J. Abrams diskutiert im Moment noch über einige Scripts für Episode 9. Ob ich euch darauf irgendwelche Clips machen werde, weiß ich nicht. Es ist der 1.6.2018 nach der Mammut-Sendung, die wir gezogen am 31.05.2018. Und dafür bedanke ich mich nochmal bei Yayushi und Marco. War eine tolle Geschichte. Lasst euch mal überraschen. Wenn es euch gefällt, freut es mich. Wenn es euch nicht gefällt, freut es mich trotzdem. Habe ich gerade bekommen, war ich halt schneller ohne Kamera, aber habe ich wirklich gerade geöffnet. Denn das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Denn die braucht ihr, die Fanboys, die braucht ihr, damit ihr echte Nerds seid, damit ihr auch wisst, was ein Nerd ist. Gerade gekriegt, die echten Fanboys, die echten Nerds, das braucht man, da geht kein Weg dran vorbei. Diese Nerds, wie gesagt, ist auch einer dabei, der an Krebs erkrankt ist. Spoiler-Alarm. Und wenn ihr den Film nicht gesehen habt, jetzt erst vor Uhr hat, dann seid ihr selber schuld. Ne? Also der Spoilerplanet, den ich nicht gut heiße. Ich bin dafür, wenn man was in die Luft hält, redet man darüber. Fanboys. Ne? Also die sind echte Nerdies, die auch wirklich die Trekkies, die heute Trekker heißen, fertig machen. Wo auch sehr berühmte Schauspieler mitmachen, wie Carrie Fisher und so weiter und so fort. Wirklich, sind alle dabei in so Gastrollen. Ist sehr amüsant, das Ganze. Ist natürlich Hollywood-Klassiker, das ist Hollywood-Komödie. Das ist Hollywood. So, wenn man dann so einen Film sieht, wie diesen jetzt hier, so Nerdies, wie die sich mögen, nicht mögen. Wie gesagt, das sind die Typen, die Comics lesen, ohne Ende, die in den Blasenwelten sind und sich gegenseitig die Comics zuschieben, wie Han Solo und so weiter. Das sind auch so Sachen, so wie in der Nerdkultur, zu fragen, brauchen wir einen Han? Also ich bin ja ein völlig normaler Zuschauer. Ich sehe diesen Film, der gefällt mir. Ich habe ihn natürlich schon gesehen bei YouTube, ich weiß, was da los ist. Die Qualität war auch gar nicht mal so schlecht. Und trotzdem habe ich ihn mir bestellt, weil er einfach zu Star Wars gehört. Er gehört einfach dazu und deswegen habe ich das gemacht. So, und ich werde den Teufel tun, den jetzt auseinanderpflücken und so, dass die durch den Wind sind, ist klar. Ja? Und dass die da, wie gesagt, auf die Skywalker Ranch eindringen, um da gewisse Sachen zu entwenden, nämlich Teil 1. Ja, darum ging es. Also dieser Film lief vor Teil 1 und die wollten Teil 1, ne, und so weiter entwenden. War schon eine tolle Sache.
Auch weil da die 100% Nerds sind, wurden die natürlich getestet. Und wie die dann getestet wurden, war klar, dass George Lucas sagt, weißt du was, okay, lass sie gucken, die durften das angucken, aber nur der, der halt an Krebs verstorben. So. Und so kamen auch diese anderen Geschichten, dass immer einer, der an Krebs erkrankt ist, den Film sehen konnte als erster, bevor alle anderen ihn hätten sehen können. Ja, das ist eine mythische Regelung, die alles so aus irgendwelchen Filmen ersonnen wurden. Um das mal gesagt zu haben. Also, ihr Nerdkultur, ihr Normalen, wir sind total normal, wir sind nämlich nur Zuschauer. Ich fand es sehr toll, mit Marco gedreht zu haben. Marco sagt, oh, ja, ich gucke an sich. Sammelst du? Nö. Kaufst du? Nö. Machst du? Nö. Also, er schaut, konsumiert und hat Spaß. Spaß. Bitte, habt Spaß an Star Wars. Es soll euch nicht tangieren, ob Disney gewinnt, ob Disney nicht gewinnt, wie viele Aktionäre glücklich sind oder nicht glücklich sind. Schaut euch den Film an. Nicht den jetzt, das ist jetzt Fanboys, aber ihr gehört nochmal dazu. Die waschechten Fanboys. Also, in einer fernen Zukunft werden wir weiter Star Wars sehen. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten. Alles klar, meine lieben Freunde, danke fürs Zuschauen.